Was geht, Leute? Mein Name ist Animal Fox und heute spielen wir Profundum. Profundum ist ein Steampunk angelehntes mechanisches Spiel, in dem wir viel mit Handwerk zu tun haben, um unsere Puzzle-Adventure-Rätsel zu lösen. Ich bin ganz gespannt, wie sehr die Interaktion implementiert wurde in VR und ob wir weit kommen. Ich bin ein handwerklicher Typ, also nicht nur, weil ich viel in dieser Wohnung oder allgemein viel selber mache und eigentlich nichts mit der Medizin zu tun hat, die ich hauptberuflich mache. Aber ich bin ein handwerklicher Typ, ich habe keine zwei linken Hände, deswegen bin ich umso mehr erfreut, dass es sowas gibt, wo auch solche Mechaniken zu finden sind. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Los geht's. Profundum. Die Musik gefällt mir. Bisschen karg, schwarzer Hintergrund. Aber wir werden sehen, ob das Spiel vielleicht mehr als nur schwarz bietet. Option habe ich schon gemacht. Sollte eigentlich einwandfrei funktionieren. Mit Super Sampling kann ich jetzt nicht weit hochgehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es sieht dennoch schön aus. Starten wir Slot 1. Los geht's. Free Movement. Das ist schon mal gut. Wir sind in einer Höhle, wie es aussieht. Ja, wir sind da runtergestiegen. Warum? Ui. Sollte das so sein? Oh, ich habe sogar einen Gürtel an. Das Seil sollten wir. Sollten wir das Seil mitnehmen? Wir behalten es im Hinterkopf. Hier ist ein Seil. Wir haben einen Leiter. Nehmen wir mit dem oder falsch, Sprit. Oben drauf ist. Für mich sieht das alles beides gleich aus. Wir machen können. Vielleicht höchstens das nach hinten das kommt. Uns auch als hilfreich erweisen später. Oder ansonsten snappt es ja auch direkt drauf. Das macht auch keinen Unterschied, ob ich das jetzt genau reinschiebe. Wenn man wirklich die Grip-Tasten nutzen könnte. Ist ja vorhin genauso wie es der Dinge. Jetzt ist es. Hier muss ich es triggern. Einfach nicht. Ja, mir noch unsere Steuerung. Ich möchte es auch. Ist es nicht für die Index von Anfang an so gut gefallen? Und jetzt durch solche kleinen Journal dann für später Dingen macht das Spiel so unsympathisch. Warum funktioniert das jetzt schon wieder einmal? Spitz zum Beispiel. I hate it. Was braucht das Spiel, damit es erkennt, dass es da. Ich bin zwar ein Fan von Spider-Man, aber kein Fan von Spinnen. Oh, was leuchtet so? Dann nehmen wir doch gerade mal unseren Leiter. Das könnte interessant sein. Was ist das? Hightech ist das. Okay. Jetzt passiert noch nicht wirklich gut. Ich hoffe, es gibt keine Jumpscares. Also ich denke jetzt nicht, dass es ein typisches Horrorspiel ist. Es ist eigentlich kein Horrorspiel. Aber dieses Setting verleitet einen zu denken, dass irgendwas passieren könnte. Oder aus einem Blättle. Hör mal auf. May 1879. I am exhausted. Months have passed. And the goal eludes me still. I have sifted through so much soil, the best, it would seem, all in vain. Struggles of research and the maladies of daily life have taken a toll on my health. This new site is my last hope. All these resources, energy and time cannot go to waste. If only I could find it. Should it prove true, it would be a breakthrough in science. Also es geht um Wissenschaft. Es geht immer um Wissenschaft. Können wir das irgendwie mitnehmen jetzt? Können wir das irgendwie... Da... Nein, kann man nicht. Ah, er hat es automatisch dann drin. Okay, hat halt ein Kopiergerät bei sich. Warum nicht? Also es geht um Wissenschaft. Gute alten Wissenschaft, Handwerk und Wissenschaft sind zwei gute Kombinationen. Okay, wir machen die Tür auf. Und dann geht das Spiel scheinbar los.
Lange noch. Jetzt. Okay. Dicke Tür. Sehr dicke Tür. Okay. Wie ich vorhin gesagt habe, ist es ein Rätselspiel. Viele Zahnräder im Steampunk-Look. Okay. Gucken wir uns alle Hinweise an, die wir finden können. Aha, Licht muss... Oh, falsch rum. Ja, jetzt macht's Sinn. Glaube ich. Sogar das hat kleine Zahnräder, oder? Habe ich gerade richtig gesehen? Ganz kleine Zahnräder. Oder ist einfach nur ein Flackern. Okay. Ein Aufzug ist es. Ach, das bin ja scheinbar wohl ich. Oder zumindest haben sich die Erbauer dieses Konstruktes gedacht, dass wir so aussehen. Okay, also es ist ein Fahrstuhl. Okay. Okay, okay. Physik. Würde ich sagen, 8. Klasse. Zahnräder. Dann schiebe das hier rein. Kann man nicht? Wieso nicht? Man kennt das Zahnradmechanismus-Gedöns. Ja, das muss auf. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass man das drehen kann. Aber... Das muss doch hier da rein. Oder nicht? Ich muss es ja nicht festhalten oder so. Ich dachte, es wäre einfacher. Was ist das? Wasser. Gleich am Anfang sich so dumm anzustellen, ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir müssen das Ding aufdrehen. Aber... Warum? Warum wäre das nicht hier einfach dran? Weil ich kann drehen wie ein Ochs, solange das nicht da hinzugefügt wird, passiert gar nichts. Man weiß auch gar nicht, wie man die Karte halten soll. Ich würde jetzt sagen, wie eine normale Seite, hochkant. Aber sind da noch... Warte. Warte. Warte, muss man das in einer gewissen Reihenfolge... Oh. Die Wand. Ich werde es nie lernen, dass da irgendwann mal eine Wand kommt. Wo sich das mit der... Kann man es auch machen. Aber ob das wirklich Sinn der Sache war, ich weiß nicht. Aber immerhin funktioniert das Gerät. So. Es geht weiter. Immer diese Wände. Grab your notebook. Warum ist da ein Kreuz? Mhm. Na, dann wird es ja, wie gesagt, alles aufgelistet. Okay. Wir haben hier irgendwelche Kabel. Oh, wieder Licht. Aha. Okay. Record positive. Mit dem Zahnrad. Ich würde jetzt sagen, einfach wieder. Aber warum hält sich das nicht? Ich meine,
Das muss doch irgendwie... Ich meine, dafür ist das ja konzipiert, dachte ich. Sehr komisch. Das ist sehr komisch. Sonst ist gleich... Nee, auch nicht fallen lassen oder so. Die sind auch viel zu groß. Weiß nicht, vielleicht muss man einfach schlau sein. Und das zum Drehen bringen, aber das hat jetzt auch nichts gebracht. Ja, so wirklich zufrieden bin ich jetzt gerade gar nicht. Irgendwie ein bisschen mehr Interaktion. Wie gedacht. Gucken wir uns nochmal das Journal an. Was haben wir? Ja, das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Da steht ein Kreuz. Ein Kreuz für nichts. Pure Gewalt ist manchmal auch die Lösung. Hier ist was. Es hilft uns nicht weiter. Mal ganz genau dieses Gerät an. Oh! Flamba. Einen Knopf können wir auch nicht drücken. Ah. Noch eins. Aber es bringt uns ja jetzt auch nicht viel. Außer, dass da... Hat das was zu bedeuten, dass da Markierungen drauf sind? Nein. Nicht zu bedeuten. Ich finde das, wie gesagt, komisch, dass das nicht dran lockt. Ob das ein Bug ist? Aha! Das hat jetzt funktioniert. Warum? Macht das. Das funktioniert jetzt komischerweise. Also ist es kein Bug. Oder doch, aber vielleicht. Es geht um die Reihenfolge. Aber hat das. Das hätte auch vorher klappen können. Aber ist eigentlich auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir das Rätsel... Das Rätsel eigentlich quasi... Hallo? Also wenn es jetzt daran scheitert, dann weiß ich auch nicht. Eigentlich ist es ja nur... Die Teile... Ohne irgendwelche Murks... da reinzumachen, aber... Ich weiß nicht. Könnt ihr mir das erklären, warum... das nicht funktioniert hat? Also ich habe die Befürchtung, das Spiel ist darauf bedacht, dass es nur einen Weg gibt. Es hat keine Variation.
Also keine mehrere Möglichkeiten. Jetzt geht gar nichts. Ja, normalerweise habe ich ja hier die Möglichkeit auszusuchen, wo etwas hin soll, aber ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Das muss ich herausfinden. Und dann geht's weiter. Also, ich denke mal, das ist kein Bug. Das ist einfach... Normalerweise würde man jetzt denken, ich probiere einfach jetzt alles aus. Ich mache alle Zahnräder drauf. Klar, das geht nicht. Und schau, ob das funktioniert. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, weil das keinen Sinn macht. Man möchte nicht irgendwie etwas durcheinander bringen und deswegen geht nur das, was möglich ist. Vorhin hatte ich ja das Problem, weil ich ja das nach da gemacht habe und gehofft habe, ich könnte das hier mit dem verbinden. Das ist richtig. Aber das da macht dann für mich gar keinen Sinn mehr. Somit ist es hinfällig, dass das nicht funktioniert. Warum funktioniert das jetzt? Oh, Leute. Geht das jetzt? Nein, das macht zum Beispiel jetzt keinen Sinn. Warum auch? Das passt, glaube ich, nicht richtig rein. Und deswegen... Aber das funktioniert. Ja, das funktioniert. Es ist seltsam. Es ist wirklich seltsam. Das geht jetzt zum Beispiel nicht. Viele Sachen gehen nicht. Ich kann das jetzt nach da machen. Also ich würde sagen, eins fehlt uns. Ein kleineres nämlich. Mal nochmal ganz genau schauen, ob hier vielleicht irgendwo noch eins versteckt ist, wie vorhin das große. Ich habe das Spiel auch neu gestartet, hat keinen Unterschied gebracht. Wir stellen uns auf jeden Fall schon mal nicht gut an, würde ich sagen. Bisschen mehr erwartet. Gut, wir können das hier drehen. Gut. Um eine Übersetzung zu dem zu bekommen, müssen wir ja eigentlich nur dieses Teil und jetzt noch dieses Teil. Das funktioniert jetzt. Eigentlich noch ein Großteil. Weil das funktioniert nicht, das wissen wir. Das ist zu groß. Und eigentlich könnte man noch das machen. Und das machen. Aber dann kommen wir nicht zu der Übersetzung. Deswegen fehlt uns eins. Und ich muss hier das große dran, schätze ich mal. Aber das geht nicht. Aber das geht. Und da das naheliegender ist, dass das da hier reinkommt, sagen, brauchen wir jetzt eine kleinere Übersetzung, die damit hergestellt wird. Und zwar so. Jetzt müssen wir nur noch das hier zum Laufen bekommen. Also irgendwie in die Übersetzung mit dem Großen, aber der Große passt da nicht rein. Stelle ich mich wirklich so dumm an? Ich weiß es nicht. Das würde zum Beispiel funktionieren, aber das bringt uns nichts. Das da würde auch funktionieren. Das bringt uns ebenfalls nicht, weil dieses kleine Ding, warum auch immer, wir das nicht bewegen können. So weit vorne ist. Aber wir haben ja deswegen zwei und deswegen können wir das und das machen. Na also. Okay, und los geht's. Und next level. Fuck you.
Nach diesem Spiel werde ich Zahnräder hassen. Gucken wir uns nochmal alles genauer an. Ob wir hier noch irgendwas finden, was uns... Aha, ist das ein Bug? Nein, das ist kein... Oder doch, das ist wie ein... Nee, ist kein Bug. Einfach nur Schatten. Oh Gott. Sweet. Warum ist das weg? Und ein Journal und das... 1875. Dear friends, according to the information I managed to gather, it seems that there must be some kind of a mineral here, or a unique type of astonishingly fertile soil. Folk tales indicate that it has beneficial properties for plants, as well as people and animals. The truth of this can be seen in the notes of esteemed Professor Rudolf Hebert, who 40 years ago investigated the peoples inhabiting this land. His research is of profound importance in the preparation of my expedition. I even own several original notes of this respected scientist. I believe in the success of my venture. Ever your affectionate friend, Benedict T. Lerty. T. Lerty! Der T. Lerty, also. Okay, das wippt hier so rum, das nehmen wir mal mit. Okay, gleiches Spiel wie vorhin. Wir drehen das und das dreht sich. Ach du Scheiße. Wie gesagt, nach diesem Spiel werde ich Zahnräder hassen. Also das muss jetzt funktionieren. Warum? Muss da vielleicht... Ah. Ein kleines muss da hin. Ein kleines kann da nicht hin. Also irgendwie... Ich weiß nicht warum, aber... Die Kleinen gehen ohne Probleme. 30th of May. Oh, noch eins. I employ local denizens. Naturally, I don't tell him what I'm looking for. It would be beyond the grasp of an unsophisticated person. It's enough to tell them that I'm studying the earth, building a well, or extracting colorful stones for sale. Everyone wants to work for a bag of rice and some onions. I don't think the humidity here agrees with me at all. My headaches and dizziness are growing worse. Despite my caution, I fear I might have contracted some kind of an exotic affliction. Den geht's gar nicht gut. Das warum? Kann mir das einer mal erklären? Warum muss ich erst die Kleinen machen? Oder das macht keinen Sinn. Zahnräder. Also die Mechanics muss ich echt sagen, regt mich ein bisschen auf. Dass ich das nicht einfach so verbinden kann, wie ich das halt für richtig empfinde. Und auch wenn es dann letztendlich falsch ist, muss man doch die Möglichkeit haben, auszuprobieren. Ich kann weder die Großen dran machen, nur die Kleinen. Aber was bringen mir die Kleinen? Kann ich hier ein... Das Spiel will mich dazu zwingen, gewisse Reihenfolgen einzuhalten. Oder es möchte...
Das sollte doch jetzt eigentlich funktionieren. Das sehe ich doch. Das passt. Aber scheinbar will das Spiel nicht, dass ich diesen Weg gehe. Das Spiel möchte, dass ich seinen Weg gehe. Oder könnte es sein... Warte, ich habe es, Leute. Vielleicht könnte es sein, dass die... Nein. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Spiel unbedingt möchte, dass man gewisse Zahnräder richtig herum drauf macht, aber das macht keinen Unterschied. Vielleicht wird es an der Zeit, ein bisschen nachzuforschen, denn für mich ist das nicht... irgendwie nicht plausibel, warum manche gehen und manche nicht. Unabhängig davon, ob das richtig oder falsch ist. Wir forschen nach und dann bin ich für euch zurück. Wie meine erste Befürchtung war, ich meine, ja, das Spiel funktioniert, das ist auch super toll. Alle sind zufrieden. Aber das Spiel erwartet von einem, dass man alles in der richtigen Reihenfolge macht. Nicht einfach rumprobieren, sondern es muss, zack, in der richtigen Reihenfolge sein. Also man kann nicht voraustesten, wie man etwas versucht zu verbinden. Nein, es muss eigentlich so funktionieren, wie es gedacht ist. Ich kann nicht platzieren. Leute. 6th of March. Das haben wir schon alles gelesen, Digga. So, was ist damit? Ich weiß nicht, was das macht. Ich weiß nur, dass es mir nichts bringt. Ich glaube, wir haben alle, oder? Irgendwas vergessen? Ich meine, für andere ist es wahrscheinlich echt plausibel. Ich stelle mich vielleicht auch ein bisschen blöd an. Ist oft so. Aber dennoch. Dennoch. Finde ich das echt ein bisschen weird. Nee, das macht keinen Sinn. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Zu weit weg. Das ist alles zu weit weg. Und ich das... Ah, das geht. Und das dann kann man dann da machen. Und dann... Warum will das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Es ist doch... klar, dass... das da hinkommt. Dieses Spiel zehrt an meiner Geduld. Und ich weiß, das kommt dahin. Und das kommt dahin. Weil dann kann das dahin. Und jetzt sollte eigentlich nur das dahin snappen. Aber das Spiel tut so, als wäre das nicht möglich. Vielleicht weil Millimeter nicht stimmen oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum. Wie ihr seht, es dreht sich tadellos. Warum kann dieses Zahnrad jetzt... Nein, das macht keinen Sinn.
Das macht keinen Sinn. Wir beide wissen, das muss eine Verbindung mit dem haben. Und das geht's nicht. Und das muss eine Verbindung mit dem haben. Jetzt geht's. Andersrum geht's nicht. Warum? Versteht ihr, was ich meine? Es hat doch... Genau das wollte ich doch bezwecken. Wenn ich das jetzt zuerst dran mache und das dran mache, warum geht das dann nicht? Ja, Leute, ich weiß, ich beschwere mich jetzt wieder viel zu arg. Oh Mann, jetzt wird das wieder nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was das Spiel von mir möchte. Das möchte es erst die Kleinen oder... Gerade eben ging's doch. Kann es sein? Nein. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht... Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Oder ob ich mich zu dämlich anstelle. Aber manchmal klappt es, manchmal nicht. So ein Hinweis wäre nicht schlecht gewesen. Mache ich das verkehrt rum drauf oder... Im Grunde sehe ich da keinen Hinweis, ob jetzt irgendwas richtig oder falsch rum drauf ist. Für mich sieht das alles beides gleich aus. Vielleicht höchstens, dass das nach hinten kommt. Oder ja, ansonsten snappt es ja auch direkt drauf. Das macht auch keinen Unterschied, ob ich das jetzt genau reinschiebe. Wie gesagt, wir hatten es ja vorhin genauso, wie es jetzt ist. Und es will einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich möchte... Oh, das Spiel hat mir von Anfang an so gut gefallen. Und jetzt durch solche kleinen... Dingen macht das Spiel so unsympathisch. Warum funktioniert das jetzt schon wieder? Und jetzt geht's zum Beispiel. Was braucht das Spiel, damit es erkennt, dass es da dran kann? Und wieder nicht. Blick ich etwas nicht? Ich möchte das verstehen. Ich möchte es einfach nur verstehen. Warum etwas funktioniert? Ist das euer... Warte, ich habe es. Ist das euer Ernst? Jetzt werde ich wütend. Jetzt werde ich wütend. Wo ist die Kamera? Jetzt werde ich echt wütend. Es ist ein tolles Spiel. Keine Frage. Und vielleicht ist es jetzt auch mehr Wut, als einfach weiterzuspielen. Ich weiß, ich sollte es jetzt einfach mal machen und alles gut und so. Nein, diese Folge widme ich diesem Spiel, weil ich es finde, es ist ein tolles Spiel. Aber dieses Problem geht gar nicht. Von der Mechanik her null. Und zwar... Funktioniert, wie ihr seht. Funktioniert nicht. Und warum? Große Zahnräder. Braucht man zwei Hände für. Time to end video soon. Falls die Entwickler zuschauen, ich bezweifle es. Bezweifle es sehr. Dann könnt ihr mir vielleicht sagen... Wie zum Teufel brauche ich zwei Hände
Jetzt geht's wieder nicht. Irgendwas habt ihr da vermurkst. Vielleicht ist es so ein Spiel, das wir vielleicht ein Jahr später nochmal anschauen werden. Aber ich bin jetzt richtig pissed. Schön gemacht. Ab zu Atmoten. Warum? Warum macht ihr es so kompliziert? An sich gefällt mir das Spiel wirklich gut. Mir gefällt der Style, mir gefällt die Grafik, mir gefällt die Logik dahinter, dass man nachdenken muss. Vielleicht habe ich mich ein bisschen blöd angestellt. Könnte sein. Aber dieses Problem, dass diese Unterschiede, dass da irgendwo was nicht funktioniert, das macht den Spielverlauf nicht schön. Muss ich ehrlich zugeben, das hat mich ein bisschen runtergezogen. Vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht hat das Spiel doch einen Bug bei mir, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es bei den Index-Controllern, wo ich jetzt nachgelesen habe, dass das nicht so optimal läuft mit den Controllern, dass das die Controller-Modeling angezeigt wird und bei den Vive-Vans eben nicht. Ich weiß es nicht. Schade. Vielleicht werden wir irgendwann wieder reinschauen und dann hoffen, dass es vielleicht dann besser funktioniert. Aber fürs Erste war es das leider mit Profundum. Und wir widmen uns Dingen, die hoffentlich funktionieren. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen und habt euch nicht von mir runterziehen lassen. Ach, nicht alles läuft immer perfekt. In diesem Sinne, euer InnerFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.